Campervan-Enthusiasten. Jetzt sind wir auf dem Stand von Morelo und jetzt wollen wir uns mal ein Luxus-Campervan anschauen. Und der Herr Klages wird uns den Van vorstellen. Genau. Erzählen Sie doch mal ganz kurz. Ja, der Van hier, der Alkoven, ist unser Fahrzeug dies Jahr auf der Messe, was wir neu dazu bekommen haben. Es ist aber im Prinzip ein Fahrzeug, was wir wieder aufleben lassen haben. Wir hatten sowas Ähnliches schon mal und dank der starken Nachfrage haben wir es jetzt wieder aufgelegt für den Caravan-Salon 2021. Es ist heute der erste Tag, wo das Fahrzeug überhaupt zur Verfügung steht. Ja, angefangen haben wir hier einen 7,5-Tonner auf Daily-Basis mit den Alkoven, mit einer Sitzhöhe oder Liegehöhe ab Matratze von 70 cm, was nicht jedes Fahrzeug in der Klasse so bietet. Mhm. Ja. Ansonsten würde ich Ihnen das Fahrzeug gerne mal von innen zeigen. Mhm. Einfach mal der Reihe nach hier rein. Ja, so. Wow, da haben wir ja richtig viel Platz. Ja, wir haben hier Querschläfer hier vorne im Alkoven. Also guter Platz für mindestens zwei Personen. Wir haben hier eine Durchreichemöglichkeit oder Durchstieg zum Fahrerhaus, was das Ganze, die Kommunikation dann auch erleichtert und auch mal das Durchreichen, wenn noch mal da vorne jemand sitzen möchte und hier hinten aber auch schon mal jemand sitzen möchte oder arbeiten möchte. Ansonsten ist das Ganze auf der bekannten Reihe vom Palace aufgebaut. Der Wohnbereich hinten, die Fronten, die Möbel, alles wie im gewohnten Palace, im Modell, was wir schon jahrelang so bedienen und fahren. Wir haben verschiedene Stauraumgrößen und Klappen ringsrum, sodass wir auch wirklich viel Gepäck unterbekommen auf der Seite. Wir haben hier einen großen Fernseher, eine Spülmaschine wäre technisch möglich, die würde hier platziert werden. Wir haben den neuen Dometic Kompressorkühlschrank mit beiden Richtungsöffnungsmöglichkeiten, im Gefrierfach das gleiche. Und oben drüber eine Mikrowellen-Grill-Kombination von der Firma Panasonic verbaut. Ansonsten haben wir hier einen geräumigen Kleiderschrank und hier eine Abtrennung zum Badezimmer, das wir hier hinten halt finden. Ja, Echtglasdusche, wie es bei uns gewohnt ist. Eine Tecma-Toilette, die man auch noch ein bisschen erhöhen kann. Ein Heizkörper für Handtuchheizung. Ja. So kleine Gimmicks wie oben Handtuchhalter, nochmal eine zusätzliche Stange. Wenn man mal Winterurlaub macht und das Skizeug, das Nasse aufhängen will, bietet sich das an, das auch mal da. Und hier haben wir auch noch große Schränke für Kleidung. Genau, wir haben hier reichlich Stauraum für Kleider mit verschiedenen Kleiderstangenhöhen. Die Bretter sind austauschbar. Ja. Dann haben wir hier noch ein nettes Gimmick, einfach nur mal Haare waschen für zwischendurch. Man muss nicht gleich immer duschen gehen, kann man hier einfach rausziehen. Eine Bidet-Dusche wäre auch möglich. Ansonsten haben wir hier geräumige Schubladen auch bis unten hin mit wirklich viel Stauraum, vielleicht für Putzmittel etc. Hier ist die Heizung verbaut für Schlafzimmer, der Heizungsregler, der individuelle. Und natürlich kann man auch hier das Schlafzimmer nochmal abtrennen. Ja, dann haben wir verschiedene Dachlukengrößen. Wie groß sind die Betten? Wir haben hier 1,5 Meter in Breite pro Seite und um die 2 Meter bis 2,8 Meter. Ne, haben wir dann da die Möglichkeiten. Ja, auch dort nochmal Leselampen, Individualbeleuchtung und halt auch nochmal Klappen. Ne? Und noch ein zweiter Fernseher, wie ich sehe. Genau, zweiter Fernseher ist hier nochmal verbaut mit eigener Fernbedienung dank Twin-LMB. Getrenntes Fernsehen möglich. Und da habe ich auch 230 Volt Steckdosen. Steckdosen, genau. USB-Steckdosen sind vorne verbaut für das Laden. Wir haben alleine im Badezimmer drei Steckdosen verbaut. Zwei auf der Seite, eine dort. Und nochmal hier so Individualbeleuchtung, ne, mit schöner LED. Alles kippsicher und kann hier alles einzeln schalten. Ne, unten rum, oben rum, ne, ist alles. Ja, Verdunklung ist die Höhe. Die Stehhöhe ist hier über 2 Meter, 2,04 Meter. Ja. Ne, so um den Dreh rum. Ja, verschiedene Hölzer sind möglich, hell oder dunkel. Wir haben jetzt hier das helle, das nennt sich Live bei uns und
verschiedene Farbkombinationen von den Hölzern für die Deko sind möglich. Verschiedene Küchenfarben, Platten. Mhm. Da haben wir verschiedene. Was ist das für ein Material? Ein sehr schweres, ein sehr hochwertiges. Können Sie gerne mal anschauen. Da merken Sie schon, das ist ein Mineralstoff, steinähnlich. Mhm. Wie, also im Prinzip ist es ein Kunststoffgranit. Ah ja. Um diese Platten, um die zu transportieren, haben wir hier extra noch mal in der Schublade ein Unterfach. Da werden die eingeschoben, dass die bei der Fahrt nicht klappern benötigt werden. Wenn hier viel gearbeitet wird, dann kann ich die einfach beiseite tun. Ne? Hier ist das Gemüsefach zum Spülen. Mhm. Ne? Hier ist die LED-Beleuchtung noch schön hinterbracht. Und natürlich haben wir überall auch Rollos mit Fliegengitter etc. Kaffeemaschine ist dabei, Dreiflammen-Gaskocher. Ja, Mülleimer ist hier untergebracht. Schön praktisch auch sortiert. Super. Und hier ist die Geschirr. Und hier kann ich noch Küchenutensilien, genau, Teller Küchen etc. Genau. Auch hier ist nochmal unter dem Kühlschrank, ist auch nochmal einfach. Also es ist alles ausgenutzt, was an Fläche da ist. Hier ist nochmal für den Rotwein oder für Essig. Ja, sehr gerne. So, hier haben wir die ganze Technik hinter. Eigentlich auch nochmal interessant. So dass wir wirklich überprüfen können, ne, was haben wir hier für eine. Wir haben hier eine alte Heizung, da können wir einstellen, möchte ich über Gas, möchte ich über Strom heizen. Hier kann ich das ganze Outdoor im Prinzip managen, da kann ich mir die Fernseher- und die HiFi-Anlage anmachen. Das ist die automatische Satellitenanlage, die man ausfahren kann, die sich dann selber ausrichtet. Hier habe ich die ganze Stromzentrale, hier kann ich sehen, wie viel Strom habe ich auf der Bordbatterie und auch auf der Kabinenbatterie. Solartechnik ist verbaut, das heißt, jetzt stehen wir ja in der Halle, sehe ich, kommt natürlich kein Strom rein, aber dann, wenn ich draußen wäre, könnte ich sehen, wie viel Strom auf die Solarpanels liefern. Wie groß sind die Panels ungefähr? 130 Watt haben wir. 230 Watt pro Panel. Jo, das wäre so die ganze Technik. Und hier halt ein zentraler Schalter und dann ist alles aus. Wir werden oft gefragt, warum habt ihr kein Display? Alles auf, ne? Ganz einfache Antwort, geht ein Teil kaputt, können wir das eine Teil austauschen. Aber geht das ganze Display kaputt, steht das Auto. Keine Chance auf was Neues. Ne? Dahinter ist die ganze Verkabelung, kommt man auch leicht dran. Ne? Das ist alles sinnig gemacht. Fliegengittertür haben wir noch. Dann haben wir die großen, breiten Türen und mit Zahlenschloss. Man braucht noch nicht mal mehr einen Schlüssel mitnehmen, wenn man zum Strand geht, sondern kann es einfach machen. Ja, hier ist noch, der Fernseher wird dann hochkant gestellt, da rangefahren, dann ist er nicht im Weg. Hier haben wir noch die leckeren Weingläser, jetzt mit Magnetfuß, sodass man die, also ohne Acrylhalter, einfach hinstellt, die bleiben stehen. Da ist eine Metallmatte drin und die Gläser bleiben einfach stehen. Darf ich da mal eins rausnehmen? Ja, können wir mal probieren. Ja, schön. Metallfuß. Ja, genau, Magnetfuß. Zack, steht. Cool. Ja, das sind so nette Gimmicks, die das Auto dann liebenswert machen. Ne? Ja, wir haben jetzt hier eine Ledermischbepolsterung. Die gibt es natürlich auch komplett in Leder oder im Mikrofaserstoff. Alles machbar. Ein Bartisch ist auch noch ein bisschen ausziehbar. Den kann ich bestimmt, genau. Den kann man ausziehen und verlängern bis dorthin. Ja, war schon richtig. In der Mitte anpacken. Ah ja. Genau. Und dann ganz raus. Weiter, 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 noch weiter. Und jetzt hoch. Ah. Schlau. Und der ist auch wirklich stabil. Ja, ja. Da wackelt nichts. Nee. Ja, dann zeige ich Ihnen jetzt gerne nochmal eine Möglichkeit, eine Variation, dass man auch eine Spülmaschine in so einem Auto verbauen kann. Und der Firma Fischer & Paxel, so dass man das hier auch mit mehreren Personen nicht ganz so viel Arbeit hat. Man will ja auch schließlich Urlaub haben und nicht nur an der Spüle stehen oder laufen müssen bis zur Spüle. Ja, dann sind wir jetzt nochmal in der kleinen Heckgarage angekommen. Kleiner Traglast von 250 Kilo auf dem Boden, passend für Roller, Fahrräder etc. Haben wir da den Inverter, der für die ganze Stromverteilung im Auto zuständig ist. Und hier haben wir mal einen Probelauf für eine Waschmaschine. Wow. Ja, also so soll das mal aussehen. Da arbeiten wir noch dran. Das
ist in Vorbereitung. Was hat die für ein Fassungsvermögen, die Waschmaschine? Für ca. 3 Kilo Wäsche. Okay. Ja, die ist ja extrem gepackt, kompakt gebaut. Ja, wie gesagt, ob es die dann wird oder ähnlich, na, das sind dann so Entscheidungen, die dann noch getroffen werden. Ja, elektrische Türöffnung, Steckdosen, Beleuchtung im Kofferraum. Ja. Zurschienen zum Festmachen, Überfahrschutz, damit das Gummi nicht beschädigt wird. Mhm. Und von beiden Seiten die großen Türen mit Dämpfer. Also wie im Palace so gewohnt. Ja, das ist unsere Neuheit 21 Number One. Sehr schön. Und da haben wir bestimmt noch ein bisschen Technik, genau, die wir auch noch anschauen Technik, können. Genau, hier ist die Heizung verbaut. Da, hier ist aber jetzt auch noch mal was Besonderes, halt, dass wir jetzt die neuen Klappen haben, die nach oben öffnen. Mhm. Die alten gingen nach unten und man sah die Scharniere. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern man sieht überhaupt keine Scharniere mehr. Und die öffnen schön langsam. Hier ist altbekannte Abluft von der Heizung und Frischwasserzulauf. Hier kommen wir an die Toilette dran, wenn da mal was zu regeln wäre. Und hier haben wir ganz einfach die Heizung verbaut mit einem kleinen Filterchen. Und das muss dann alles winterfest gemacht werden, wenn das Auto weggestellt wird. Dann kann man da noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ansonsten Staufläche. Hier haben wir Abwasser und Frischwassertank. So ist gesperrt, ne? Und ansonsten Klappe auf und unten ablassen, da gibt es ein Schlauchstück für und dann fährt man über die Entsorgungsstation und dann passt das. So, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, 2 Gasflaschen einzubauen, wie in jedem anderen Fahrzeug auch. Oder man setzt sich einen Gastank noch drunter, wenn man möchte, als Alternative, wenn man länger autark stehen will. Hier haben wir jetzt das große Fach für Gartenstühle, Tische, Skier, ne, durchgehend. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, werfen wir noch einen Blick ins Cockpit. Das ist halt Alkovenfahren. Das weiß man dann, dass man dann halt so sitzt wie im Daily, dann im ganz normalen Transporter. Besonderheit hier, wir bieten halt 2 Hecksitzgruppen an, weil die auch immer nachgefragt werden. Die Autos werden dann auch noch gebaut und Längsbetten auch in Alkoven. Nicht Querschläfer, wie wir es jetzt gesehen haben, sondern halt auch in Längsform. So, und dann haben wir halt auch noch verschiedene Längen. Bis zum 9,80 Meter bieten wir das dann an. Auch mit dem Mittelbett hinten, wie im Palace so gewohnt. Da ist der Palace in Normalform und das ist Alkoven. Das heißt, es geht los mit einem Messepreis von 249.000 Euro. So wie er hier steht als 80 RL. Bis hoch bis 259 und Sie sehen hier, wir haben hier fast 35.000 Preisnachlass, das sind gut 16 Punkte, die wir jetzt hier geben können als Messerabatt, aber auch nur hier noch diese Woche und danach nicht mehr. Weil das ist jetzt. Und wie lange würde es dauern, wenn ich den nächste Woche bestellen würde, bis der Wagen dann Das würden wir dann individuell aufgrund des Chassis nachfragen. Hier vor Ort gibt es einen Monat, der Ihnen dann genannt wird, aber in der Regel liegen wir so um die 9 bis 10 Monate mindestens. Herr Klages, vielen Dank für die Führung. Und was möchten Sie unseren Zusehern auf YouTube noch mitgeben? Berühmte letzte Worte? Kommen Sie vorbei, kommen Sie auf die Messe, schauen sich das Auto in live an, vergleichen Sie es mit anderen Wagen, die wir Ihnen zeigen können. Würde mich freuen, Sie hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Daumen nach oben, wenn es euch Spaß gemacht hat. Abonniert den Kanal und wir freuen uns auf das nächste große Projekt hier. Und ihr habt noch einen speziellen Campervan, den wir besuchen sollen. Dann schreibt uns die Kommentare rein, wer es sein soll. Danke, ciao.